Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Drive Gran Turismo 6. Wir fahren heute die Anfängermeisterschaft, und zwar im B-Spec. Und gefahren wird mit einem Golf 1 GTI, von 76. Ja, das ist so ein bisschen ein Rennen für die Golf-Fans unter euch irgendwie. Wir hatten früher, als ich noch klein war, einen Polo aus der Generation. War für mich persönlich jetzt kein tolles Auto, hat uns aber tatsächlich von A nach B gebracht, und zwar viele, viele, viele Jahre lang. Der hat ja nun 5-stelligen Kilometerzähler gehabt. Den haben wir definitiv 2-mal überholt, daran kann ich mich erinnern. Ich mach mal hier erhöhtes Tempo und nicht anzeigen. Und da kommt da schon der gute alte Golf 1. Und natürlich knallt er erstmal an den Micra und verbeult sich damit die Fronthaube, wie das so immer ist bei den B-Spec-Fahrern. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass das hier kein vollständig ausmodelliertes Fahrzeug ist. Also die Detailsstufe ist hier etwas niedrig. Und immer wenn das so ist, dann bedeutet jede Kollision, dass die Texturen weiß werden. Und das bedeutet dann auch, dass es relativ hässlich wird, wenn zum Beispiel der Kühlergrill weiß ist, weil das nicht nachzuvollziehen ist, warum das so ist. Ja, bis jetzt stellt er sich an. Ich selbst bin den Golf GT auch schon einige Male gefahren. Das zum Beispiel ist überhaupt nicht nötig, dass man sich so direkt unter den Arsch von so einem Wagen klemmt. Das werde ich nicht nachvollziehen können, ist egal. Wo war ich? Ich selbst bin diesen Golf 1 GTI auch schon gefahren, als ich die Sache selbst durchgespielt habe. Und ja, er war okay vom Fahren. Er war jetzt nicht gut, er war auch nicht schlecht. Er war halt ein Fahrzeug und das ging dadurch schon ganz gut. Es gibt ja auch so Fahrzeuge, die sind ziemlich tückisch und zickig. Hier nicht der Fall gewesen, und die KI kommt ja auch voran mit dem Wagen, so ist es ja nicht. Wir können ja mal kurz durchswitchen. Oh, er ist mittlerweile sogar Erster. Ein Cockpit hat er leider nicht. Finde ich persönlich wieder mal sehr schlecht, aber ja gut. Denn schließlich ist ja der Golf 1 GTI durchaus eine Größe des Motorsports gewesen. Vielleicht nur in Deutschland, das weiß ich nicht. Oder ist es vielleicht sogar nur eine reine Kultsache? War auf jeden Fall relativ knapp, muss man ja sagen. Er hat ja jetzt gerade erst in der letzten Kurve den Atenza Sports dort überholt. Wir holen uns das Geld und die Punkte und dann geht's direkt weiter ins nächste Rennen. Hier mit unserem Golf 1 GT. Denn auf uns wartet ja noch. Warten ja noch zwei Rennen, nicht nur eins. Auf zum zweiten Rennen. Wir haben 100 Punkte abgestaubt. In der Anfängermeisterschaft. Wir gehen ins Rennen 2. Und das ist der Autumn Ring, und zwar der große. Die Startaufstellung ist wie immer, dass wir ganz hinten sind. Das werde ich nie begreifen, warum das nötig ist, immer von hinten zu starten. Letztendlich haben wir uns ja einen besseren Platz erarbeitet. Ah, na gut. Hier direkt vorbei am Micra. Haben wir jetzt vor uns einen Suzuki oder sowas, nehme ich mal an. Sah zumindest erstmal so aus. Ja, sieht immer noch so aus. Die Gegner sind natürlich die gleichen, das heißt,
Der hätte mir letzte Runde schon auffallen sollen, aber ich glaube, an dem ist er ziemlich schnell vorbeigezogen. Ich glaube, die nächsten drei waren die, die ihn eine Weile aufgehalten haben. Hier dieser große Ami-Schlitten vor uns. Ich will da jetzt lieber nichts Falsches sagen. Das sieht mir natürlich schon aus wie ein Dodge Challenger oder sowas, aber ich weiß es nicht. Ich kann die immer alle nicht unterscheiden. Könnte auch ein Mustang sein oder so. Mal schauen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust dazu habt, was das ist. Weiter geht's. Den kriegen wir jetzt natürlich auch noch, den Civic. Huch, was war das denn? Das wäre schon das zweite Mal, dass das passiert. So. Da wir den großen Autumn Ring fahren, müsste er jetzt bald Schluss sein. Und das würde ja bedeuten, dass er den wieder auf dem letzten Drückenger überholt hat, den anderen. Fällt auf, dass hier gar keine Zuschauer sind. Ist halt ein Amateur-Cup, wa? Wer will sich das schon angucken? Ich habe mich offensichtlich geirrt in der Position, also das Rennen war nicht schon fast fertig, sondern die zweite Runde hatte gerade erst begonnen. Folglich hat er jetzt noch einiges an Strecke vor sich, aber auch das wird er jetzt noch schaffen. Und der Wagen ist erfreulich heil geblieben, muss man mal sagen. Obwohl, jetzt nähern wir uns der Zielgeraden, genau. Und damit gehen wir direkt ins nächste Rennen. Eine Wiederholung brauchen wir jetzt nicht. Deswegen sage ich mal, Preisgeld abholen und Punkte. Wir haben 200 Punkte, ist ja auch nicht anders zu erwarten gewesen jetzt. Und gehen ins Rennen 3 der Anfängermeisterschaft. Das ist Brands Hatch und zwar der große Kurs. Meiner Erinnerung nach fahren wir das so Richtung Abend, sprich alle werden schön ihre Lampen anhaben. Das wird bei dem einen oder anderen ganz gut aussehen. Bei dem Golf wird das, da werden halt Lichter an sein. Zu der Zeit hat man noch nicht so sehr auf Design geachtet. Und es geht los. Ich sag dem Fahrer mal, er soll etwas schneller fahren. Und ansonsten wollen wir eine klare Sicht auf die Fahrzeuge haben. Und bei etwas schneller meine ich nicht direkt auf den ersten rauf. Und er ist ganz gut an dem Mikra vorbeigekommen, ohne zu berühren. Das gefällt mir doch schon wieder ganz gut. Jetzt kommt der Suzuki. Die alte Rennsemmel. Ich muss mal sagen, Golf 1 und Golf 2 sieht man tatsächlich auch nicht mehr so viel auf den Straßen. Hat sich schon unmerklich ganz schön ausgedünnt. Ist ja auch uralt, das Ding, das verstehe ich schon. Naja.
Sogar den Golf 3 sieht man nicht mehr so oft. Es gab ja eine Zeit, da hat der Golf 3 und Golf 4 die Straßen dominiert. Das ist ja mittlerweile, ja, passé, möchte ich mal so sagen. Mich als Nicht-VW-Fan juckt es jetzt nicht so sehr. Aber meine geliebten E39er BMWs verschwinden ja auch nach und nach. Meist im Rost, leider. Ja. So ist das halt mit der Zeit. Er ist jetzt immer noch Dritter, wenn ich das richtig sehe. Und da auch hier nur zwei Runden zu fahren sind, wird die Luft so langsam aber sicher dünn. Aber ich glaube, erklärt die ganze Situation jetzt. Und das ist noch eine Runde offen. Na gut, vergesst, was ich gesagt habe. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er da jetzt sofort dran vorbeikommt, weil ich glaube, die sind eigentlich alle schneller in geraden Strecken. Ja. Ja, hier ist auch ganz nett mit den 6 Lichtern vorne. Auch schön ausgearbeitet dadurch. Und als Fahrer muss man einfach sagen, wenn man jetzt hier in dem Wagen drin ist, hat dieses Licht auch tatsächlich den Effekt, dass es diese ganzen Schilder, die an der Seite sind, deutlich erhellt. Hier zum Beispiel und da. Man sieht, wie sie leuchten. Man hat natürlich nicht die Zeit, diese Schilder zu lesen, nach wie vor nicht. Aber man sieht sie, das finde ich schon mal ganz gut. Und dass die auch überhaupt so als Material drauf reagieren, ist halt gut gemacht. Ist halt wie in der Realität, da blenden ja diese Schilder auch gelegentlich zurück. Hier sieht man es nochmal, hier auch. Ja, doch, gefiel mir immer ganz gut, auch an dieser Sache an dem Spiel. Noch deutlicher wird es natürlich, wenn man nachts fährt, weil dann die Schilder wirklich richtig doll reflektieren auf die Scheinwerfer. Und wir gehen mal in den Außenmodus, denn wir kommen jetzt gerade in die Zielrunde, Zielgerade natürlich. Und beenden damit als Sieger die Meisterschaft im Amateurcup. Wie sollte es auch anders sein mit einem Golf 1 GTI? Dem Urvater der GTI-Serie. Kann man nur gewinnen. Wir holen uns jetzt noch den Preis ab, natürlich. Jetzt haben wir ja gerade alles gesehen. Wir sind Erstplatzierter mit insgesamt 300 Punkten. Und jetzt gibt es auch noch einen Pokal für uns, den holen wir uns natürlich, den kann man nie genug holen. Glückwunsch, Sie sind Erster in der Meisterschaft geworden. Es gibt auch noch ein kleines Preisgeld. Und das war's dann an dieser Stelle. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schaut auch gerne wieder rein. Auch gern bei meinen anderen Videos, die hier so online sind. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao, euer Nevis.